Ich bin's. Tut mir leid, ich wollte dich nicht wecken. Ich konnte nicht schlafen und musste die ganze Zeit an dich denken. Deswegen bin ich nochmal vorbeigekommen. Wie ich reingekommen bin, das Fenster stand offen. Naja, weißt du, ich bin gekommen, um mit dir zu reden. Schon eine sehr lange Zeit drüber nach, dir das zu erzählen. Aber ich habe mich bis jetzt nicht getraut. Du weißt, dass ich etwas anders bin als die meisten anderen, mit denen du bis jetzt zusammen warst. Zum Beispiel, dass ich mich nicht mit dir und deinen Freunden treffen kann. Oder zu den Verabredungen nicht erscheinen kann, zu denen du mich so oft eingeladen hast. Und dabei bin ich abends immer bei dir, um dir zu erklären, was passiert ist. Und es soll nicht heißen, dass ich dich bis jetzt angelogen habe. Das soll es doch heißen. Ich habe gelogen, aber nicht, weil ich irgendetwas Böses vor dir verheimlichen möchte, sondern weil ich mich einfach bis jetzt noch nicht getraut habe, dir die Wahrheit zu sagen. Ich hoffe, das macht es etwas besser. Ich war mir einfach nicht sicher, ob ich dir vertrauen kann und deswegen konnte ich es bis jetzt noch nicht aussprechen. Aber jetzt glaube ich, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich es ansprechen kann, dass ich es dir sagen kann. Und dass ich es nicht bereue. Deswegen bin ich heute hier. Ich möchte dir das alles erklären, wieso ich mich manchmal zu komisch benehme. Wieso ich zum Beispiel gesagt habe, dass ich kein Blut sehen kann, als du dich geschnitten hast. Oder wieso ich gesagt habe, dass ich eine empfindliche Haut habe, um mich vor dem Besuch im Freibad zu drücken. Denn das alles stimmt irgendwie nicht. Und irgendwie doch. Denn ich kann kein Blut sehen, aber nicht auf die Art und Weise, wie du es glaubst. Ich bin hierher gekommen, ohne dass ich eine Tür benutzen musste. Ich konnte hier in dein Schlafzimmer kommen, einfach durch den Spalt im Fenster, weil ich ein Vampir bin. Das muss ich so verrückt anhören. Lass mich bitte erklären. Es ist so, dass ich kein Blut sehen kann, weil ich Angst hätte, dir etwas zu tun. Ich habe schon sehr lange kein Blut mehr gekostet und deswegen will ich es nicht provozieren. Und gleichzeitig habe ich Angst, dass ich die Kontrolle verliere und deswegen sage ich dir das jetzt. Hör auf zu grinsen, ich meine es wirklich ernst. Weißt du, ich befürchte, du glaubst mir nicht, egal was ich sage. Wer könnte es dir verübeln? Das ist eine wirklich verrückte Geschichte, die ich dir erzähle. Deswegen zeige ich es dir. Bitte, erschreck dich nicht. Ich will dir nichts tun. Ich will nur, dass du mir glaubst. Okay, schau genau hin. Dass ich mir das alles ausgesucht hätte.
so lange, wie du wahrscheinlich von einem Vampir erwarten würdest. Ich bin jetzt 20 Jahre Vampir. Das heißt, ich bin seit 20 Jahren 18. Es ist nicht so, dass ich älter werde. Ich fühle mich auch nicht älter. Bei Menschen ist das etwas anderes, wenn sie älter werden. Sie verändern sich auch vom Charakter. Sie werden reifer und erwachsener. Das ist bei mir nie passiert, weil ich eigentlich nicht älter werde. Ich bin halt 18 und ich bin auch nächstes Jahr noch 18 und danach das Jahr auch und danach das Jahr auch. Ich bleib das einfach. Das heißt, eigentlich technisch gesehen bin ich nicht älter, als ich es dir gesagt habe. Passiert, dass ich es mir ausgesucht habe. Es ist mehr durch eine Art Unfall passiert. Ich hatte einen schweren Unfall und habe eine Menge Blut verloren. Der Unfall war aber eigentlich kein Unfall. Jemand hat ihn ausgelöst und das mit Absicht. Ich ging über die Straße und wurde verfolgt. Und jemand, eine bestimmte Person, verfolgte meinen Verfolger schon etwas länger. Es war ein Werwolf, der mich auf der Straße angreifen wollte. Und der Autofahrer Straßen weiter den Werwolf schon gesucht hat. Er hat es in dem Moment erkannt und hat davon abgesehen, auf die Bremse zu treten. Er hat uns beide erwischt, den Werwolf härter als mich. Aber ich wäre gestorben, wenn der Fahrer, der Vampir, mich nicht sofort gebissen hätte. Verwandelt hätte, wäre ich dort gestorben. Er hat mich nicht gefragt. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, dass er mich gefragt hat. Und ich bin immer noch nicht sicher, ob ich ihm dankbar bin oder nicht. Aber das Leben, was ich vorher hatte, war zu Ende in dieser Nacht. Das Leben, was ich jetzt habe, ist nicht besser und nicht schlechter, aber es ist nicht vergleichbar. Ich wollte dir das sagen und zeigen, weil ich dir vertraue. Ich weiß, wir sind noch nicht so lange zusammen. Erst ein paar Monate. Aber ich habe Angst, dass unsere Beziehung zerbricht, wenn ich dir nicht die Wahrheit sage. Ich möchte dich nicht verlieren. Und ganz ehrlich, ich kann es verstehen, wenn du sagst, dass du nicht mehr mit mir zusammen sein möchtest. Dann habe ich wenigstens versucht, dir die Wahrheit zu sagen. Und es wird nicht an einer Lüge gescheitert sein, sondern an der Wahrheit. Und ich denke, das wäre besser. Dann habe ich wenigstens alles versucht. Was? Du willst nicht Schluss machen? Ich bin derselbe Mensch wie vorher. Ich habe nicht erwartet, dass du so reagierst. Ich habe gedacht, du wirfst mich sofort aus deiner Wohnung raus.